Willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben den 12. Januar 2024. Ich habe Nachtschicht und heute Morgen hat ein Kollege erzählt, dass Eisregen oder Regen gemeldet sei. Die Böden sind gefroren und alles könnte kritisch werden. Eben war ich mal kurz unterwegs, habe meinen Vater besucht und tatsächlich, die Gehwege sind gefroren. Es geht so, also ich hatte Arbeitsschuhe, Sicherheitsschuhe an mit Stahlkappe und ordentlicher Sohle. Damit ist es gut gegangen. Mit den Bildern aus Griechenland wollte ich wieder etwas Zeit schinden. Freitags besuche ich meinen Vater und wir trinken zusammen Kaffee und schauen etwas YouTube oder ein paar Fotos und haben einen gemütlichen Nachmittag. Hallo aus Südhessen. Also wir haben hier überfrierende Nässe. Es ist nass von oben und die Straßen, die gehen, die Seitenstraßen sind ein bisschen kritisch. Und die Gehwege sind natürlich auch schön glitschig, da wo halt nichts gemacht wurde. Naja, jetzt muss ich mal gucken, wie ich noch heimkomme. Ich dachte, ich mach mal kurz was und dann sehen wir weiter. Ich fahre auf meinem Piaggio SKR vorne ein Snowtex und hinten habe ich eine normale K58 und das klappt eigentlich recht gut. Kritisch ist eigentlich nur das glitschige Bitumen, wo wir da halt sehr viel auf den Straßen haben. Insofern, also fahren lässt sich gut, in der Kurve mache ich ein bisschen langsam, was natürlich manche Autofahrer nicht so oder irgendwelche so Entrümpler da, die müssen einem dann das Nummernschild wegfahren, aber sonst ist es bis jetzt super gut gegangen und ja, wie gesagt, da vor dem Bitumen muss man sich fernhalten und sonst geht's da. Was will man machen? Alle dann, bis zum nächsten Mal. Ganz klar, bei diesem Wetter bin ich lieber zu Hause und warte, bis ich dann arbeiten gehen darf. In dem Gebäude, in dem es so schön geheizt ist. Zu Hause halte ich mich am Radiator der Heizung fest. Die wird ja mit Gas befeuert und bis jetzt wird sie auch immer noch warm, obwohl mein Umfeld aus Verschwörungstheoretikern etwas anderes erzählt. Und wünsche ich, dass ihr den Tag gut überlebt, dass die überfrierende Nässe wieder von uns geht. Und wir sauber ins Wochenende starten können. Also dann habt ein schönes Wochenende. Wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Zum Schluss gibt es auch noch ein paar schöne Aufnahmen von der Weißen Pracht. Das ist schon eine Weile her. Ich bin ehrlich, ich muss nachgucken. Aber es war auf jeden Fall schön. Es war angenehm zu fahren.